Servus Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts. Ich hoffe, die Aufnahme heute geht nicht so lange wie die gestern, weil ich habe eben noch eine Runde Age of Empires 2 gezockt. Und da die Runden da immer sehr lange dauern, dauerte die Runde, die ich gespielt habe, länger als erwartet. Deswegen ist es jetzt schon 3.20 Uhr morgens, ich bin hundemüde. Aber um einige Leute nicht zu enttäuschen, darunter auch mich selbst, setze ich mich dennoch an Kingdom Hearts. Einfach weil ich Bock drauf habe. Und ich habe sowieso noch andere Dinge aufgenommen, wie ihr wahrscheinlich sehen werdet oder gesehen habt, weil Kingdom Hearts ist das letzte Video, das ich am Tag immer hochladen werde. Ich habe mich an Amnesia wieder gesetzt. Ich habe Terranigma wieder aufgenommen. Ach, schön. Und Planescape Torment kam vor ein paar Tagen auch wieder. So, Osoma meinte, ich soll nochmal mit Seed sprechen, bevor ich die Welt verlasse. Er ist sich aber nicht sicher, ob ich das wirklich machen muss oder nicht. Deswegen mache ich es einfach mal. Ey, habt ihr da noch Navi-Gumminis? Ich will immer Gummis lesen. Ich wette, das soll ich euch einbauen. Ja, bitte. Scheint wieder nur ein halbes Navi-Gummi zu sein. Ihr müsst das Gegenstück finden. Das Gegenstück. Osoma hat auch gemeint, dass in Kingdom Hearts 2, dass das Spiel da übersichtlicher ist und steuerungstechnisch auch einfacher. Und ich kann es euch schon sagen, Moment, Antivir kam heute noch nicht. Verdammt, jetzt wäre nämlich die Uhrzeit, wo Antivir kommen würde. Ich hoffe, es kommt nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Weil der PC spackt gerade rum. Oh, in der Arena soll um 4 zur Seite Wettkampf starten. Ein Sieger vorgelegt. Was besonders tolles. Warp? Was ist Warp? Ah, Moment. Was ist denn das da? Wurmloch. Wurmloch? Verschwinden die wieder? Sind die One Night Only oder? Will ich jetzt Wurmloch reißen? In die Arena kann ich später auch noch. Ich gehe zum Wurmloch. Hoffentlich war es kein Fehler. So, ja, wegen Kingdom Hearts 2. Ich habe schon das Geld auf die Bank überwiesen, das habe ich schon erzählt. Ich habe allerdings jetzt noch nicht nachgeguckt, ob das Geld jetzt auch schon wirklich drauf ist, aber es sollte eigentlich drauf sein und falls nicht, dann morgen. Also heute eigentlich, weil heute ist ja schon morgen so gesehen. Aber wie gesagt, es ist eben ziemlich früh morgens, fast 3:30 Uhr morgens, aber naja, das ist man von mir sowieso schon gewohnt, dass ich ein Nacht-Let's Player bin oder Morgen-Let's Player und ziemlich früh auch Videos mache. Das war ja bei Dead Space auch so. Allerdings hatte das da einen anderen Grund, weil da habe ich eine Aufnahme gemacht und bin danach in die Berufsschule gegangen. Deswegen. Ja, das war die Büro-Berufsschule. So, später bei Zelda Twilight Princess habe ich ja die Bäcker-Berufsschule gemacht. Allerdings habe ich beide Berufsschulen nicht abgeschlossen, weil... Oh, das war noch. Ich habe leider den Job davor verloren und das ist blöd, aber naja. Sieht irgendwie unheimlich aus, ob es wohl eine neue Welt führt. Ich hoffe, das war richtig. Okay, Wurmloch. Ja, auf jeden Fall werde ich morgen/heute schauen, ob das Geld auf der Bank ist. Wenn ja, dann werde ich Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 1 besitze ich ja, wie man hier sieht. Original, das ist nicht Emulator, weil auf Emulator läuft es bei mir, glaube ich, gar nicht. Wobei, mit einem neuen PC vielleicht schon. Ich habe mit einem neuen PC den PS2-Emulator noch nie versucht. Sollte eigentlich funktionieren. Aber ich möchte sowieso die Spiele lieber original besitzen, weil ich habe ja die Grabber nicht umsonst. Außerdem gibt es mit dem Emulator immer so ein bisschen Problemchen. Und Grabber ist für mich auch einfacher aufzunehmen als Emulator. Ja, auf jeden Fall. Kingdom Hearts 2, Ratchet & Clank 2 und die Avamedia Card da.
Musik hat sich geändert. WTF. Los! Ausgewichen! Eigentlich bin ich neugierig. Ich würde liebend gerne in die Arena des Olymp gehen. Aber andererseits bin ich jetzt schon hier im Wurmloch und möchte gucken, wo mich das hinführt. In die Arena des Olymp kann ich am nächsten Part immer noch gehen. Wenn ich bloß nicht so müde wäre, wenn die Age of Empires Runde nicht so lange gedauert hätte, aber... habe ich nicht darauf geachtet. Die Zeit verging einfach so schnell und davon ist... Aladdin ist das, das sehe ich jetzt schon. Okay, Aladdin. Ja, landen. Das Schlüsselloch? Die Herzlosen suchen gerade danach. Wir werden es noch rechtzeitig finden. Jetzt bleibt nur noch das... Jafar! Ich habe überall nach Jasmin gesucht. Sie ist weg, wie durch Magie. Das Mädchen macht mehr Ärger, als sie sollte. Ihr sagtet, ihr hättet alles unter Kontrolle. Agrabah hat viele Verstecke für Ratten jeder Art. Aber warum sich um Prinzessin Jasmin sorgen? Mit oder ohne sie, diese Welt gehört uns, sobald wir das Schlüsselloch finden. Wir brauchen alle 7 Prinzessinnen der Herzen, um die letzte Tür zu öffnen. Fehlt eine, ist es zwecklos. Nun, wenn die Prinzessin so wichtig ist, werden wir sie finden. Findet Jasmin und bringt sie mir sofort. Setzt euch nicht zu lange der Dunkelheit aus, weil die Herzlosen die Leichtsinnigen verschlingen. Ihre Fürsorge ist rührend, aber nicht angebracht. Ja, geil. Weg da. Ich werde natürlich richtig geil empfangen hier. 7 Prinzessinnen, hat er gesagt. Lass Donald in Ruhe. Wer wären dann die anderen? Moment, Alice ist hier eine Prinzessin. Also, normalerweise ist sie ja keine. Goofy dreht sich wild. Normalerweise ist Alice ja keine Prinzessin, aber laut Osoma ist... Alice, die Prinzessin ihres eigenen Wunderlandes. So hat das zumindest erklärt, weil das würde zumindest Sinn ergeben wegen den Prinzessinnen. Dann hätten wir... Moment, lass mich überlegen. Wir hätten Jasmin, wir hätten Alice, wir hätten Ariel, wir hätten Meg, falls die auch als Prinzessin zählt. Das wären schon mal 4. Nightmare Before Christmas weiß ich nicht. Wir hätten von meiner Feed diese Ahnung, ist jetzt ein Röschen. Wären 5. Mega Potion, danke. Spielt Schneewittchen hier auch mit? Wenn ja, dann wäre das 6. Aber es wird trotzdem noch eine fehlen. Nein, ich habe nicht gelesen. Los. Teppichladen oder wie? Oh, eine grüne Dings. Triotech. Agrabah. Ich finde Jasmin übrigens sehr hübsch. Was irgendwie auch kein Wunder ist, weil sie hat schwarze Haare und ich stehe auf dunkelhaarige Frauen. Meistens eher auf die braunhaarigen, aber es macht ja nichts. Außerdem finde ich Jasmins Kleidungsstil echt sexy. Was auch kein Wunder ist, weil sie ist ja Warnjager. Weil sie ist ja eine Wüstenprinzessin. Wird Sinn ergeben. Mega-Ed.
Oh, Kohle. Oh, das erinnert mich jetzt irgendwie an Halo 2. Weil in dieser Stadtlevel, der Außenbezirke hieß sie genau, da konnte man auch auf Dächern herumgehen und das sah auch so ähnlich aus wie hier. Es ist zwar keine Wüstenlevel, aber es sah auch so ähnlich aus. Hauptstraße. Also die Tatsache, dass ich mich jetzt schon wegen Kingdom Hearts 2 erkundigt habe und dass ich jetzt auch schon... ich mach das auch. So. Autsch. Und die... Ja, da hinten sind noch mehr. Schmeißt ihr eure Säbel? Wieso müssen alle Araber ihre Säbel schmeißen? Die Mamelukes von Age of Empires 2 machen das auch. Aber ich habe keine... Doch, ich habe nur eine falsche Tasten... ich bin gleich tot. Oh, danke, Donald. Ich habe falsche Taste gedrückt. Nicht den Pott. Weg damit. Schon wieder ein Pott. Weg da. Oh, hoffen wir, es Geld. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Vor dem Säbelschmeißer. Nein, Geld. Vor dem Säbelschmeißer war es auf jeden Fall. Ich hab's total vergessen gerade. Achso, wegen Kingdom Hearts 2. Ja, die Tatsache, dass ich mich deswegen darüber informiert habe und auch schon Geld quasi investiert habe dafür und ich eigentlich nur mehr warten muss, bis es kommt. Das spricht schon für Kingdom Hearts, denn normalerweise mag ich das. Normalerweise kaufe ich mir den zweiten Teil eines Spieles. Nicht während ich den ersten Teil noch Let's Play. Das mache ich nur bei Ausnahmen. Aber dass ich das hier schon mache, das... Teppich. Das zeigt... Naja, das zeigt, dass Kingdom Hearts durchaus bei mir schon ein Stein im Brett hat. Ah. Achso, das ist Aladdins Bude. Und ich werde den Teppich mal befreien, also... Was stand da? Final Elixir? Oh, bitte nicht, weil... Gibt's auch so ein paar Dinger. Ja, tatsächlich. Gibt's auch so ein paar... Geschichten wieder mit einer gewissen Person. Naja, das werde ich jetzt nicht sagen. Gehört hier nicht hin. Aber Teppich ist irgendwie seltsam, weil... Ich weiß jetzt nicht, ob es im Film oder in der Serie war, aber in einigen Folgen hieß er Teppich, in anderen Folgen hieß er Perser. Weil Perser-Teppich, aber ich befreie dich mal. Kann ja nicht sprechen. Der Teppich ist zur Wüste geflogen, lass uns weiter in die Stadt erkunden. Ich hätte sowieso weiter die Stadt erkundet. Das war einfach. Irgendwo hat sich eine Tür geöffnet, okay. Stadtportal. Ah. Also Agrabah gefällt mir. Also Agrabah gefällt mir generell, aber... Die Welt hier sieht... Oh, interessant aus. Zum Glück leide ich nicht unter Höhenangst, aber... Nein! Okay, da muss ich schnell sein. Glück leide ich nicht unter Höhenangst, aber so ein bisschen, wie soll ich sagen? Unwohl fühle ich mich dann doch, wenn ich auf so einer Erhöhung bin. Oder nicht direkt Erhöhung, also... Um mal ein Beispiel zu nennen. Ich leide zwar nicht unter Höhenangst, weil... Ich rede zuerst dann. Ich leide zwar nicht unter Höhenangst, weil... In meinem Zimmer habe ich ja hinten neben dem Bett ein Fenster und das... führt raus aufs Dach, also da kann ich ganz leicht aus dem Fenster raussteigen und kann dann auf dem Dach spazieren gehen. Das ist für mich kein Problem, aber wenn es darum geht, dass ich auf eine Leiter steigen soll, das ist für mich schon ein Problem, weil irgendwie wird mir total unwohl, wenn ich auf eine Leiter raufgehe. Warum auch immer, ich leide nicht unter Höhenangst. Das Geschäft läuft nicht gut, ich möchte einkaufen, verkaufen. Ah, ich kann mich weiter ausrüsten mit allem. Soll ich oder soll ich nicht?
Okay, in der Truhe sollte jetzt mehr als genug sein. Hauptstraße. Ah, da geht's auch raus, aber ich gehe da lang. Weil da muss ich jetzt schnell sein, das habe ich verstanden. Damit ich darüber zur Kiste komme, okay. Oh! What the fuck? Nee, haut ab. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich runterfalle. Ja, jetzt der da. Oh, ihr seid da, danke. Okay, jetzt darüber. Geht sich der Sprung aus? Was? Ihr Ekelhaften. Ich muss darauf gefasst sein. Es sieht irgendwie komisch aus. Hütte. Ah, zum Aufnutzen. Ich habe so Hütte und Zelt und so weiter habe ich bisher noch. Ich wollte eigentlich springen, danke. Hütte und Zelt und so weiter habe ich bisher noch gar nicht verwendet. Vielleicht sollte ich das mal machen, damit ich weiß, was dann passiert. Also ich kann es mir schon denken, ich heile mich, aber. Naja. Könnte auch da rausgehen, oder? Wo bin ich jetzt? Also Hauptstraße schon schön und gut, aber wo genau? Achso, ich bin einfach nur runtergefallen. Nee, dann werde ich einen anderen Weg da gehen. Weil da auf der anderen Seite, wo ich über die Bretter gesprungen bin, da war ja noch was. Da hinten nämlich. Gespannt, wohin mich das führt. Boah. Gut. Ihr Narren. Ist das Geld? Da. Hinten ist bestimmt auch wieder so ein Vieh. Was ist denn das da? Einfach nur Deko. Hier ist eine Truhe. Die will ich haben! Danke. Schutzgummi. Unter mir kann ich landen. Dann kann ich da auf die, na, wie heißt denn das jetzt? Diese Tücher da auf jeden Fall. Von da, darüber, dann den Topf da bekämpfen. Was macht ihr beide da? Moment. War klar. Weg mit euch, Töpfe. Wo ist der andere? Was ist denn jetzt? Wird alles grün. Ist das Goofy? Hm. Ja, das war klar. Oh. Ah, das ist eine Tür. Kann sein, dass ich die Tür auch auf... Ah, ich glaube, ich weiß schon, was das Schlüsselloch gemacht hat. Das hat nämlich die eine Tür da geöffnet. Also die, wo ich da durchkam. Ah, da sieht man auch das Gitter. Das heißt, ich muss jetzt noch eins finden, damit ich das hier aufmachen kann. Ich verstehe. Warum ist eine Truhe? Da komme ich aber nicht hin. Hoppala! Okay. Ich mag sowas. Agrabah gefällt mir jetzt schon. Also, Agrabah gefällt mir generell. Aber... So in der Stadt rumzurennen und auf Dächern und so weiter... Kommt zu balancieren, das ist schon immer. Hat mir schon immer ganz gut gefallen. Allerdings Haus. Ich weiß nicht, ob man das wirklich als Haus bezeichnen kann. Moment. Jetzt bin ich auf der anderen Seite hochgeklettert. Das heißt, wo komme ich jetzt raus? Wenn ich da nochmal rausgehe, bin ich doch auf der anderen Seite. Ja, klar. Ist das da? Gibt's noch? Ach so, vielleicht kann ich den Schlüssel nochmal aktivieren. Nö, vielleicht gibt's hier noch irgendwo was. Na, ich bin runtergefallen, das wollte ich nicht. Wobei, ich kann mich auch hier gleich umgucken. Genau, da links ist noch was. Ihr Narren!
Also, Geld bekomme ich hier auf jeden Fall ganz gut. So viel steht fest. Ah, da geht's auch noch lang. Lagerhof. Wer ist da? Hallo? Hallo, Jasmin. Mein Name ist Jasmin. Mein Vater ist der Sultan von Agrabah. Oh, hallo. Oh, also bist du eine Prinzessin. Aber er wurde von Jafar gestürzt, der nun über die Stadt herrscht. Jafar? Hast du noch nicht von ihm gehört? Er ist der Großvizier. Er besitzt böse Kräfte und hat Agrabah unterworfen. Er sucht verzweifelt etwas. Er nennt es das Schlüsselloch. Jafar hat mich auf der Flucht erwischt, aber er hat mir geholfen. Wer hat dir geholfen? Wir hatten uns in der Nähe versteckt, aber er musste noch etwas erledigen. Oh, ich hoffe, Aladdin ist nichts passiert. Aladdin, wo könnte ich diese Ratte finden? Jasmin, erlaubt mir, euch eine passendere Begleitung zu finden, meine liebe Prinzessin. Diese kleinen Ratten sind eurer unwürdig. Jasmin, lauf! Ah, der Junge mit dem Schlüssel. Aha. Ich mach euch platt. Ich muss ja Jasmin schützen. Was ist dieser Sonnenstoß überhaupt? Boom. Geil. Jetzt habe ich mich aber beeilen müssen. Okay, ich muss Jafar irgendwie loswerden. Ich habe da oben schon gesehen, das Schlüsselloch. Sonic-Stoß. Habe ich gerade vorhin echt Sonic-Boomers-Reflex gesagt? Ja, das ist dieses Kernel-Geil-Geschoss da. Aber das habe ich früher nie verstanden, weil ich habe früher immer Manic-Foom verstanden. Deswegen habe ich es auch immer so genannt. Ich habe erst sehr viel später herausgefunden, was das Sonic-Boom heißt. Okay, welche Tür ging jetzt auf? Vorsichtig. Oh, gut. Autsch. Ich glaube, ich sollte den Donnerschlag wegpacken. Der da. Potion, geil, danke. Als ob ich nicht schon genug Potions hätte, aber man kann nie wissen, sind immer nützlich. Okay, jetzt bin ich hier. So, ist das der Rückweg oder? Ne, da hinten ist doch auch was. Okay, da ist die nächste verschlossene Tür. Oh, ich hätte es fast verkackt. Was ist denn jetzt da hinten? Achso, von da komme ich. Achso. Scheiß Kamera. Ja, jetzt steht da Aladdins Haus. Vorher war Fragezeichen. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ich glaube, als erste Schnupperstunde oder wie auch immer, sollte das reichen, werde ein paar beenden, weil wie gesagt, ich bin ziemlich müde und ich muss ja auch nicht immer so überziehen. Gut, haben wir uns erstmal ein bisschen in Agrabah gesehen. Dann würde ich sagen, das war Kingdom Hearts. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!